freue mich jetzt auf die Predigt. Ich darf euch das Wort weitergeben und das nehme ich zu dieser Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden, nämlich Identität. Was ist deine Identität? Und bevor ich da einsteige, es ist so wichtig zu verstehen, dass wenn wir unsere Identität verstehen wollen, das geht auch in Next Step 1 heute, ist unsere Identität fließt aus unserem Verständnis dessen, wer Gott ist. Wenn du weißt, wer Gott ist, wenn du Gott kennenlernst, wenn du Gottes Wesen in dir Wohnung, also wenn er Wohnung einnehmen darf, dann weißt du auch, wer du bist. Das ist so einfach. Und das ist der Startpunkt. Wenn du Gott kennenlernst, wenn du ihn suchst, wenn du dich verlierst, Jesus, wenn du dich verlierst, findest du Jesus. Das ist die Identität und da wollen wir tiefer einsteigen. Und in der Identität passieren uns manchmal so Sachen, Versagen, Fehler. Und die Frage ist, was macht das mit unserer Identität? Und darin steigen wir ein. Ich starte erstmal mit Gebet und dann lege ich los. Danke, Vater. Danke, Vater. Dank, dass du unser Vater bist. Nichts und niemand anders, Herr. Dass du uns definierst und dass du nur gute Gedanken über uns hast. So fülle unsere Gesinnung und unser Herz mit deinen Gedanken, Herr, die gut sind. Und dass diese Güte uns transformiert und zu dieser Erkenntnis führt, wer wir in dir sind und in welcher Beziehung wir zu dir sind. Öffne die Augen unseres Herzens zu sehen, wer und wie du bist, Herr. Wir wollen keine vorgefertigte Meinung haben oder nicht daran glauben, was andere über dich erzählt haben. Herr, begegne uns durch dein Wort. Gebrauche mich, gebrauche die Predigt, Herr, dein Wort zu verkündigen in Jesu Namen. Amen. Wir feiern heute Palmsonntag. Keine Palmen, kein Urlaub, es hat nichts damit zu tun, sondern man hat die Palmblätter, man hat Kleidungsstücke niedergelegt, weil Jesus eingezogen ist in Jerusalem. Und er ritt nicht heroisch, so, ja, hier bin ich und Shakababa, sondern er ritt auf dem Esel, total demütig und hingegeben, nicht sehr im Rampenlicht stehend, sondern das haben die Menschen gemacht. Die riefen, Hosianna, Hosianna in der Höhe. Hosianna heißt so viel wie rette, rette mich, rette, rette uns. Ist aber auch zeitgleich ein Jubelruf. Wow, der Retter ist da, der Retter ist da. Das war im Palmsonntag, Kapitel 21, Matthäus Kapitel 21. Begrüßen ihn alle und jubeln ihn zu. Und dann lese ich im Kapitel 27, und wir wissen das alle, 6 Tage später, tötet ihn, hängt ihn auf, wer ist das? Und ich denke mir, warte mal, what? Was ist da geschehen? Derselbe Mund, den Jesus gepriesen hat als ein Retter, verhöhnt ihn und wünscht ihn den Tod. Derselbe Mund, dieselben Leute. Ich denke mir, was ist denn da passiert? Und ich glaube, da ist etwas dran zwischen diesen 6 Kapiteln, die dazwischen sind, zwischen den 6 Tagen. Und wir kennen das, glaube ich, auch. Wir heißen Jesus willkommen, sagen, yo Jesus, mein Leben gehört ganz dir und nur dir, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ja, hier ist es. Ich heiße dich willkommen in all meinen Bereichen, ja. Lass einen Tag vorbeigehen, lass 2 Tage vorbeigehen, lass die Nacht vorbeigehen und danach kommt es vielleicht hoch. Dann sagen wir Dinge, wie wir nie gedacht haben, dass wir sie sagen, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir in einer Herausforderung sind, die uns irgendwie einkesseln und wir dann auf einmal was sagen, wo wir selber erschrecken und sagen, oh, was? Das kam mir gerade aus meinen Lippen? Oh nein. Und das ist ganz genau da passiert. In der Zwischenzeit
verrät Judas Jesus. In der Zwischenzeit hat Petrus ihn verleugnet. In der Zwischenzeit haben die Menschen ihr Herz weggekehrt von ihm, sich den Pharisäern hingewandt. In der Zwischenzeit schrie die Mehrheit, kreuzigt ihn. Menschen versagen. Menschen machen Fehler. Wir sind alle nicht fehlerfrei. Und manchmal sind wir dann in diesem Widerspruch. Wir sagen Ja zu Jesus und dann auf einmal sagen wir etwas total Gegenteiliges und denken sich uns selber, ey, was ist da jetzt passiert? Was soll das? Und wir können darin, dann kommt ein Schuldgefühl hoch. Bei Petrus war das so, bei Judas war es so. Und dieses Schuldgefühl kann einen extrem erdrücken. Schuldgefühl kann hin zu Scham kommen. Das heißt, dass wir uns isolieren, nicht mehr wissen, wer wir selber auch sind. Das heißt, wir finden, was ist denn jetzt ein gesunder Umgang mit Fehlern? Und ich glaube, in dieser Message des Palmsonntags und was dazwischen geschieht, ist ein Schlüssel drin, den wir aufschlüsseln, den wir in der Hand halten wollen, um zu gucken, wie sieht eigentlich ein reifer Umgang aus mit Versagen, mit Fehlern. Wir alle machen Fehler, keiner kann sich rausnehmen. Wer keinen Fehler macht, kommt bitte nach vorne und legt mir bitte die Hände auf, weil ich mache Fehler. Und das tagtäglich. Tagtäglich. Ich kann mich da nicht rausnehmen. Und das ist heftig, das erstmal einzugestehen. Wie geht Gott aber mit unserem Versagen um? Und vor allem, wie gehen wir damit gesund um? Wie reagiert überhaupt Gott drauf? Und da mal hineinzugehen. Denn wenn wir wissen, wie Gott auf unsere Fehler reagiert, wirst du mit deinen Fehlern ganz anders umgehen. Das sage ich dir. Es wird dich befreien von Schuld, von Scham. Und das wird dich in einer größeren Freiheit hineinbringen, weil Gott dir die Wahrheit aufzeigen wird. Ich bin mir sicher. Die Frage ist nur, willst du das? Willst du das? Und ich denke mal, ein Musterbeispiel für Versagen, da bin ich ein bisschen so auch hineingegangen in die Bibel, wo wir merken, okay, da hat wirklich Versagen stattgefunden, ist bei David. Ja, man sagt, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes und dennoch hat er extrem versagt. Ja, sein Vorgänger Saul hat auch extrem versagt. Beide waren Könige Israels und beide haben versagt. Beide hatten ein Misserfolg in ihrem Leben, was sie nicht rausstreichen konnten. Aber ich denke mal, es gibt einen Kontrast zwischen Saul versagt und David versagt. Versagen ist nicht Versagen. Es gibt einen Unterschied zwischen Versagen und Versagen. Und darauf gehen wir gleich ein. Worin unterscheidet sich das Versagen von David und von Saul? Und da sehen wir einen ersten elementaren Punkt. Wir gehen erstmal auf Saul ein. Saul war noch amtierender König und er sollte auch König bleiben. Und er stand extrem unter Druck, weil er einen Kampf führte gegen die Philister. Die Philister sind auf Israel zugerannt, auf ihn zugerannt und er musste irgendwie handeln. Und er wollte noch den Segen Gottes abholen. Früher war das so, man ein Brandopfer machte. Allerdings war dieses Brandopfer einem Priester vorenthalten. Der Priester zu jener Zeit war Samuel. Er war Priester und Pharao wollte ich schon sagen, Prophet. Und den Königen war es verwehrt. Die durften es gar nicht machen. Was er aber tat, ist, er tat es. Aus welchen Gründen? Was lesen wir? Kann ich die erste Folie haben? Da steht Folgendes drin. Samuel aber sprach, was hast du getan? Samuel kam herangeeilt zu Saul, sah, dass dieses Brandopfer da war. Und Samuel meinte, oh Mann, was hast du gemacht? Da sagte Saul, ich sah, dass sich das Volk zerstreute und ich verließ und mich verließ. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Du warst unpünktlich, Mann. Während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht besänftigt. Da wagte ich's und opferte das Brandopfer.
sein erster Verstoß. Wir gehen gleich in einen zweiten Verstoß von Saul ein. Ich will euch aber auch auf etwas aufmerksam machen. Saul reagiert hier, indem er was macht? Das kennen wir schon ein bisschen so bei Adam und Eva, aber bei Adam eher. Das Volk zerstreute sich. Der Umstand war da, dass mich zu dieser Handlung führte. Ja, Samuel ist schuld. Er kam zu spät, nicht ich. Ich habe das gemacht, was eigentlich Gott eigentlich will. Nämlich ein Brandopfer. Ich hole mir meinen Segen ab. Mir war das hier alles zu langsam. Ich will schneller haben. Ich brauche es jetzt, weil ich habe die Feinde bei mir hier am Rücken und hier am Hals. Und dann sagte noch, das Volk verließ mich. Worauf ist sein Vertrauen? Auf sein Volk. Worauf hört er? Auf die Philister. Worauf schließt er Schlussfolgerung? Auf das, was er denkt. Auf das, was er spürt. Auf das, was seine Gefühle ihm sagen, mitteilen. Und dann kommt man genau dorthin, wo Saul sich befand, nämlich er will schnell etwas tun und rechtfertigt sich. Er rechtfertigt sich. Ich will das hier erstmal so stehen lassen. Wir gehen rein in ein anderes Beispiel. Hier erstmal das Zitat raus. Saul verstieß nochmal. Samuel hat gesagt, das kannst du nicht machen. Was hat Saul dann gemacht? Etwas ganz was anderes. Er hat den Auftrag von Gott bekommen, jedem vom Volk von Amalek zu töten. Alle zu töten, selbst Mensch und Tier. Ja. Was hat dann aber Saul gemacht? Da die nächste Folie. Da lesen wir es dann. Saul sprach, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Den Bann vollstreckt heißt, alle anderen haben wir ausgelöscht. So, was haben wir denn hier? Saul hatte den Auftrag zu bekommen, die Amalekiter auszulöschen. Das war ein räuberisches Volk, das stiehl nur alles. Und was hat er gemacht? Er hat die Schafe, die besten Schafe, die besten Böcke, die besten Rinder verschont. Hat er gesagt, hey, nee. Da kommen jetzt andere Gedanken hinzu. Er hat gesagt, nee, ich weiß es jetzt besser. Ich glaube, das wird Gott gefallen. Ja, entgegen seinem Wort. Und so hat er sie dann zurückgezogen. Also die guten Tiere. Und sie Gott geweihen wollen. Hier wieder. Samuel, was hast du gemacht? Und Saul sprach, das Volk hat es verschont. Nicht ich habe es verschont, das Volk, mein Volk hat es so gemacht. Wie ist jetzt die Reaktion von Saul auf Samuels Bitte jetzt, wie stehst du jetzt vor Gott da? Dazu die nächste Folie und das ist jetzt die letzte Folie für Saul. Ich habe gesündigt. Aber, er hört nicht auf, ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Was lesen wir hier? Saul hat hier erstmal gesagt, anerkannt, ich habe gesündigt. Wow, er hätte hier schon einen Punkt machen sollen, nichts anderes weiter sagen sollen. Er hätte den Mund schließen sollen. Sipala bocca, schluss, finito, hau ab, Saul, damit du weiterhin König bleiben kannst. Dann sagte, nein, aber... Sein Herz hat noch ein Aber hervorgebracht. Ehre mich doch noch vor den Ältesten meines Volkes und kehre mit mir um. Denn es geht Saul hier um wessen Ansehen? Um sein Ansehen. Um sein Ansehen im Volk und nicht um Gottes Ansehen. Und wir erleben hier eine Situation, in der Saul sich befindet, zweimal Gott nicht gehorchte, eigentlich ihn verstieß, Fehler machte, versagte, ja, so wie die Menschen, als sie Jesus Christus in den Tod treiben wollten und haben, aber er auferstanden ist. Und Saul hat aber verstrickte sich irgendwie in Rechtfertigungen und versuchte irgendwie sich rauszureden und anderen die Schuld zu geben und zu sagen, ach,
du rette mich noch vor dem Volk und ich will zuerst mein Angesicht retten, aber dann bete ich an. Wenn du das für mich tust, bete ich deinen Gott an, sagte er dann noch, dein Gott an. Sauls Vorstellungen sind wichtiger. Und Saul konnte nicht eingestehen, was er falsch gemacht hat. In keinem Wort hat er gesagt, ja, das und das habe ich falsch gemacht oder jenes habe ich falsch gemacht. Oder da sehe ich es ein und Gott, ja, ich habe dir gegenüber gesündigt. Ich habe nicht nur gesündigt, sondern ich habe dir gegenüber gesündigt, sagt er auch nicht. Sondern er plappert eigentlich nur das nach, was Samuel sagt. Das führte sogar dazu, dass Saul noch weiter, ja, David dann verfolgte, in einer weiteren Geschichte, gehässig verfolgte, in einen Wahn verfolgte und gar nicht abkehrte von Gott, also gar nicht abkehrte von all seinen Fehlern und Versagen, sondern weiter hineintrieb. Er hat einen ungesunden Umgang mit Fehlern, nämlich zu versuchen, andere den Finger zu zeigen und zu sagen, ihr seid schuld. Er ist es, das Volk ist es, die Umstände sind es. Und vielleicht auch in der Menschenmasse, wo Jesus Hosianna zugerufen worden ist, war vielleicht dann auch die eine oder andere Stimme lauter, kreuzigt, bis man irgendwann mal sich der Mehrheit anschließt und sich dessen anschließt, wo man mehr Menschenanerkennung bekommt. Saul hatte Menschenfurcht, aber keine Gottesfurcht. David, war er denn irgendwie besser? Und ich bitte euch mal, mit dieser Geschichte zu folgen. Denn hier werden Prinzipien weitergegeben, die so bombastisch sind. Und wir führen da langsam rein und wir münden hinein ins Ziel, okay? Nur seht dieses Bild von Saul, der nicht einsah, irgendwie das darzustellen, was ihm wirklich auf dem Herzen lag, nämlich, dass er wirklich Fehler getan hat. Und dann hatten wir David, der weitaus schlimmere Dinge getan hat. Er war eigentlich nicht besser. In 2. Samuel 2,9 lesen wir nämlich, dass er Ehebruch mit Bathseba verbrochen hat. Die Frau von Uria, Bathseba war verheiratet mit Uria und er wurde schwach und hat sie geschwängert. Sie hat ein Kind. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Er wollte seinen Fehler vertuschen. Und das ist ja, was wir auch manchmal machen wollen. Alles unterm Teppich kehren. Bloß nicht zeigen, dass ich schlecht bin. Und genau das tat er dann und hat dann sogar noch den Ehemann ermorden lassen. Also richtig heftig. Eigentlich viel heftiger als bei Saul. Und dann lesen wir in einem Bibelvers, kann ich den Bibelvers haben? Von David, ist nicht da. Genau, da sagte David zu Nathan. Nathan kam nämlich auf David zu und hat sich dann gewundert, was er überhaupt getan hat. Und da sagte David Folgendes: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Punkt. Mehr hat er erstmal nicht gesagt. Der ist am Ende gekommen zu realisieren, warte, ich habe gegen Gott gesündigt. Nicht nur, ich habe gegen das Volk gesündigt, wie bei Saul, ich habe gegen die Ältesten gesündigt, ich habe gegen meine Vorstellung gesündigt, ich habe gegen Samuel gesündigt, ich habe gegen Nathan gesündigt, nein, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Wow, was für eine Erkenntnis, da erstmal reinzukommen. Denn er hat verstanden, worum es geht. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott in einem Leben einladen zu lassen, seine Kraft wirken zu lassen, mit ihm klar Tisch zu haben. Und David, obwohl er viel schlimmer handelte, hatte die Demut zu sagen, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und danach sagte Nathan, du wirst nicht sterben. Deine Sünden sind hinweggetan, sie sind dir vergeben. Wow. Denn davor ist ein Fluch ausgesprochen über Davids und sein gesamtes Haus. Du wirst niemals Frieden haben. All deine Frauen werden dir weggenommen werden. Das Schwert wird nicht von deinem Haus weichen. Sehen wir das in der Geschichte? Nein. Warum? Deswegen. Weil er versagt hat. Saul hat versagt,
Saul hat versagt, hat versagt. David hat aber versagt. Nochmal. Saul hat versagt. Das war nicht fair. Ich wusste meine Rechte. Ja, also das Volk, das war nicht fair zu mir. Die Philister sind nicht fair, die Umstände sind nicht fair zu mir. Ja, er hat versagt. Aber David hat versagt. Er sagte, wo er seine Schuld hatte. Er sagte, wo er Fehler hatte. Er sagte, wo er versagt hat. Er sprach aus, wo er nicht richtig war. Er war true. Er war wahr. Er war authentisch. Authentizität, Jordan, ist der Knackpunkt. Authentizität. Wir kommen authentisch vor Gott, ohne irgendwas zu vertuschen. Und selbst bei extremen Riesenfehlern, Fehltritten, die wir haben können und die David an allerhöchster Stelle gezeigt hat, Tod, Mordschlag, Ehebruch, steht immer noch der Titel über ihn. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wow. Und der Unterschied ist, dass David die Schuld sich selber zuschreibt, Saul aber anderen zuschreibt. Beide haben versagt, aber wie gehen wir mit unserem Versagen um? Das ist die entscheidende Frage. Die Frage ist nicht, wie versage ich nicht? Wie versuche ich Fehler zu vermeiden? Ich denke mal, wenn wir sind, ich denke nicht nur, sondern das ist wirklich so, viele Menschen versuchen nur Fehler zu vermeiden und kommen gar nicht voran und bewegen sich gar nicht, ohne es erstmal überhaupt mal auszuprobieren, mit Gott zu machen. Und wie viel wichtiger ist es zu sagen, warte, ich bin nicht definiert, nicht bestimmt durch meine Fehler, sondern ich darf Fehler machen und ich kann mich an jemanden wenden, der die Geschichte umdreht und zu seinem Gunsten austrägt und weiterschreibt und zu meinem Besten ist. Wow. Die Frage ist nicht, machst du Fehler oder nicht? Die Frage ist, lässt du dich davon bestimmen? Definiert es dich? Und da ist es wichtig, authentisch zu sein. Und das Schöne dabei ist, bei Saul und bei David, wir kommen niemals zu spät. Es ist niemals zu spät, Vergebung auszusprechen. Es ist niemals zu spät, seine Vergebung anzunehmen. Er hat schon vergeben, du musst ihn nicht drum bitten. Du musst es nur annehmen, mehr nicht. Das ist ziemlich simpel. Er hat dir schon vergeben. Und daher ist es nie zu spät für einen Neuanfang. Frage ist nur, bist du authentisch mit deinen Fehlern? Sind wir authentisch? Authentisch. Und demütigen wir uns der mächtigen Hand Gottes, wie wir heute gebetet haben. In 1. Petrus 5,5 steht, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhört zur rechten Zeit. Demütigt euch, so wichtig. David hat das gezeigt, er war demütig vor Gott, nicht vor Menschen zuerst, sondern vor Gott. Wie heißt es da in 1. Petrus dann, wenn du vorher liest, ist nämlich, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigen wir uns Gottes Gericht oder demütigen wir uns in Menschengericht? Gottes Gericht ist was? Ist nicht Strafe, ist nicht Auspeitschen, ist nicht das Ende, ist Segen, ist Gnade, ist Frieden, ist Liebe. Alles, wofür Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Gericht des Menschen, Anklage, noch mehr Fehler, du bist nicht gut genug. Das passiert nochmal. Da ist Liebe etc. fern. Ich will unter Gericht Gottes stehen. Und ich weiß, ich bin auf dem Gnadenthron, auf dem Gnadensessel. Ich bin frei gesprochen. Indem ich was mache? Gott, ich erkenne meine Fehler an. Das heißt, wir können Fehler machen, no problem. Die Frage ist, bist du authentisch zu deinen Fehlern? Demütigt euch der mächtigen Hand Gottes. Denke ich mir, mächtige Hand Gottes. Warte mal, da war eine Story im Neuen Testament. Die Hand.
Jesus ging mal in eine Synagoge, in einen Gottesdienst rein und sah einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und diese verkrüppelte Hand war nicht heil. Ja, und da fragten dann die Pharisäer, kann man denn auch in Sabbat heilen? Er meinte, ja. Wenn ein Schaf in einen Brunnen fällt oder eine Ziege, holst du es ja auch raus. Wie viel mehr denn Menschen? Wie viel mehr dein Bruder und deine Schwester, die in Sünde gefallen sind oder krank sind oder wie auch immer? Also, strecke deine Hand aus. Dann denke ich mir, wow, okay. Strecke deine Hand aus. Welche Hand hat er ausgestreckt? Welche Hand hat der Mann ausgestreckt? Die verkrüppelte Hand. Die verkrüppelte, seine fehlerhafte Hand. Da, wo er versagt hat, da, wo er nicht weiterkommt, da, wo er Heilung braucht, da, wo er Vergebung braucht, da, wo er Wunder braucht, streckt er aus und sagt, hier, authentisch ist meine Hand. Wie oft strecken wir aber die andere Hand aus? Die Fake-Hand, die Ich-mach-alles-richtig-Hand, Ich-bin-gut-vor-Gott-Hand, mit mir ist alles richtig. Es ist Zeit, und da spüre ich auch so das Gottes Reden, es ist Zeit für die andere Hand. Deine Fehler authentisch vor Gott zu bringen, und dann kann er wirken. Es ist ein Privileg zu versagen. Es ist ein Privileg, Fehler zu machen. Wenn wir es ihm hinhalten, dann antwortet er mit Gnade. Aber wenn wir unsere Fehler zurückhalten, wie soll er da antworten? Mit Gnade. Gnade landet immer auf Demut, uns zu demütigen, und er wendet die Fehler um. Er hat etwas getan, was viele von uns nicht tun, unsere Fehler zuzugeben und klar Schiff zu machen. Sagen Sie, das sind meine Fehler. Wir versuchen alle irgendwie zu vertuschen, zu lügen, zu verschweigen, zu vergessen. Und ich glaube, wir haben alle eine Fake-Hand. Ich auch persönlich habe auch eine Fake-Hand, wo ich mich dann manchmal erwische. Und manchmal auch unbewusst. Einfach mal was zu verdrängen. Und es kann doch nicht sein, dass wir da diese Hand dann heben, dass wir sagen, warte, ich will die andere Hand geben. Da, wo ich um meine Schwäche habe, zu wissen, wo ich schwach bin, ist Gott stark. Da, wo Wiederherstellung gebraucht wird, wird Wiederherstellung gegeben, wenn ich es ihm gebe. Gibst du Gott, wo er dran arbeiten kann, oder versuchst du es selber irgendwie zu machen? Strecken wir es aus, und es ist schmerzvoll. Es ist manchmal duster und finster, diese Hand auszustrecken. Das ist ein Kampf, weil man wird bloßgestellt. Aber der hätte die andere Hand ausstrecken können, es wäre nichts passiert. Aber er hat es doch getan. Ein Zeugnis wird geboren aus deinen Fehlern, aus deinem Versagen. Wow, da ist Potenzial für Erweckung, wenn wir unsere Fehler bekennen und offenlegen und sie nicht vertuschen. Willst du Erweckung? Dann gib ihm deine Fehler. Und du wirst hier nicht fehlerlos sein auf der Erde. Das wird nicht gehen. Deshalb sagt Gott, werft eure Sorgen auf mich. In 1. Petrus setzt dann halt auch fort. Das steht drin, gebt die Sorgen mir. Ich bin verantwortlich für eure Sorgen. Ihr sollt sie irgendwie nicht selber lösen oder irgendwie selber versuchen, durch Selbsthilfegruppen es irgendwie versuchen, irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Sondern zu sagen, hier steht in 1. Petrus 5, 7, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Er ist besorgt für euch. Und das heißt alle. Alle heißt alle. Versagen alle. Fehler alle. Alles alle. Und das ist so schön zu wissen, okay, es ist Zeit, die andere Hand auszustrecken. Nur du, Gott, bevor du gestorben bist, strecke ich meine Hand aus. Ich will nicht die andere Hand ausstrecken und leugnen, wofür du am Kreuz gestorben bist. Ich will die Hand ausstrecken, wo ich Schwäche erfahren habe und die Kraft deines Kreuzes in meinem Leben wirksam werden lassen in Jesu Namen. Und dass du das für dich machst, das kannst nur du machen, nicht ich. Nicht dein Nachbar, nicht dein Ehemann, nicht dein Freund, wer auch immer, nicht deine Kinder, nicht Gott.
Es ist wichtig, Schuld einzugestehen und sie zuzugeben. Aber es ist nicht alles. Zwei weitere Schlüsse. Authentizität ist nicht alles. Authentizität ist Psychologie. Gib nur deine Sünden preis. Sag das einfach, das wird schon alles in Ordnung sein. Bäh, nein, wird's nicht geschehen. Das hat nämlich Saul gemacht. Er hat nur einfach gesagt, ja, ich habe gesündigt. Psychologie würde einen Tick machen, check, yes, er wird schon heil irgendwie. No, wird er nicht. Ein zweites Ereignis, die anderen zwei Ereignisse werden ganz kurz sein. Wer zeigt eigentlich, was der nächste Schritt ist? Und das nämlich sehen wir in einem folgenden Ereignis. Jesus Christus ist gekreuzigt worden. Links und rechts neben ihm zwei Verbrecher. Und wir lesen, dass der eine Verbrecher sich demütigt, der andere Verbrecher ihn aber eigentlich nochmal kreuzigt. Wir lesen Folgendes, die Folie bitte. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Du bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Bist du auch nicht der Retter? Dann rette uns. Voll verhöhnend, so lapidar. So, wenn du meinst, dass du es bist. Wenn das Volk meint, dass du es bist. Er sagt nicht, ich weiß, du bist das, also rette mich. Das ist keine Herzensüberzeugung, keine Herzensüberzeugung. Wie stehst du zu Gott? Hast du eine Beziehung zu Gott aufgrund einer Begegnung mit ihm oder aufgrund eines Zeugnisses deines Nachbarns? Hast du eine Überzeugung von Gott? Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstraftates, Unstatthaftes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was sagt der Verbrecher? Jesus, gedenke meiner. Er wies die anderen zurecht. Er hat eine Beziehung aufgebaut. Er ist rein mit Gott. Er hat seine Schuld bekannt. Gesagt, ey, ich bin schuldig. Ich bin hier rechtens da. Aber ich weiß hier jemand, der ist nicht rechtens da und seine Gnade fließt. Und vergib mir die Schuld. Was hat er gemacht? Er hat Jesus als Gott anerkannt. Die nächste Folie. Sind wir in der Anerkennung Gottes? Erkennen wir Gott als unseren Gott an? Oder erkennen wir nur das Volk, die Meinung meiner Freunde, meiner Familie, meiner Gemeinde an? Oder will ich rein mit Gott sein? Der Typ am Kreuz hat Jesus anerkannt, während alle anderen geschrien haben, kreuzigt ihn weiterhin, kreuzigt ihn und kreuzigt ihn. Und wie wichtig ist es, dass wir den Blick weg von uns richten, weg von meinem Ansehen, hin zu dem Ansehen Gottes, sich anerkenne für den, der Gott ist und für das, was er für uns getan hat. Wir erkennen ihn an, indem wir authentisch mit ihm sind. Aber das ist auch immer noch nicht alles. Du erkennst vielleicht Gott an, aber du musst jetzt noch, es gilt noch, du hast Gnade dafür, noch einen letzten Schritt zu tun. Und der kommt jetzt. Den sehen wir bei Judas und bei Petrus. Beide haben Fehler gemacht. Petrus hat ihn verleugnet, Judas hat ihn quasi auch verleugnet, indem er Silberstücke aufgenommen, damit er Jesus verraten kann und aufzeigen kann, wo er ist und Gefangenschaft werden kann. Doch worin unterscheidet sich jetzt der Umgang von Fehlern zwischen Petrus und Judas? Und das ist der letzte Schlüssel. Petrus verleugnete Jesus. Aber was dann steht, ist, nächste Folie, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses, das ist das andere. Machen wir es nochmal weg, ich habe es gar nicht drauf. Er sagte, ich weine bitterlich. Ich habe gehört dreimal das Krähen und ich weinte bitterlich. Er ging hinweg, steht da, und er weinte bitterlich. Bei Judas heißt das auch so.
Jetzt nochmal kurz diesen Bibelvers. Ah, da steht nochmal, kurz nochmal zurück zu Petrus. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Jetzt sehen wir hier, ne, nochmal zurück, genau, jetzt sind wir bei Petrus, da steht auch, er ging hin und er hängte sich. Judas hat erkannt, ich habe gesündigt, genau wie Saul auch, genauso wie Paul, wie David auch. Aber was hat er gemacht? Denn ich habe schuldlos Blut überliefert, übergossen. Sie aber sagten, er lief hin, nicht zu Jesus, er hat was nicht getan. Oder warte, erstmal, was hat er getan? Er war authentisch. Was hat er aber nicht getan, ist, er hat nicht Jesus als Gott anerkannt, denn er lief zu den Pharisäern. Und bei den Pharisäern zu den Pharisäern meinte er, vergib meine Schuld. Und dann sagten die, was geht das uns an? Sieh du zu. Und da warf er die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Wenn wir zu den Menschen gehen, was haben wir vorhin gesagt? Erwarten wir Gericht. Was interessiert uns das? Wenn wir hin zu Gott gehen, sehen wir das, was bei Petrus ist. Nächste Folie. Da sagte jener zu den Jüngern, den Jesus liebte, Johannes, der betitelt sich so, der Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Jesus ist schon auferstanden, die waren auf dem See im Boot und dann sahen sie Jesus. Und Johannes, den Jesus liebte, sagte, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass er der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. Er ging raus aus seinem Boot der Bequemlichkeit, raus aus dem Boot der Trauer, raus aus dem Boot des Versagens, raus aus dem Boot des Fehlers und rannte rein, hin zu Jesus. Er hat ihn immer noch als einen Gott anerkannt, denn er weinte bitterlich. Judas aber erhängte sich, weil er seine Schlussfolgerung woraus gezogen hat? Aus der Aussage des Volkes, aber nicht aus der Aussage von Jesus. Das Dritte ist, nehmen wir Gottes Wort an, Annahme. Nehmen wir Gottes Gnade an, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir authentisch sind, ihn als unseren Gott ansehen und nehmen wir es ihn auch an. Lassen wir die Veränderung zu. Sein Wort darf uns verändern. Und das passierte bei Petrus. Das Wort hat ihn in ihm gearbeitet die ganze Zeit. Petrus ging hin zu Jesus. Die Hinwendung zu Jesus führt uns zu Leben. Wir empfangen bei ihm Vergebung, wenn wir ihm die verkrüppelte Hand geben und nicht die Fake-Hand. Und das Kreuz drückt genau das aus. Authentizität ist Anerkennung, dass Gott Gott ist und die Annahme des Lebens. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz und da findet der Austausch statt. Und das wollen wir gleich auch machen und praktizieren in Form des Abendmahles. Dass du hin zum Kreuz gehst, hin zu Gott und deine Fehler hingibst. Und da findet der Austausch statt. Krankheit getauscht durch Heilung. Scham getauscht durch Ehrlichkeit. Unfriede zu Frieden. Leben bekommst du getauscht durch den Tod, den du ihm hingibst. Verkrüppelung, Heilung. Gesetz wird zur Gnade. Wisst ihr, Gesetz war nur nicht da, um Beziehung zu Gott zu bestimmen, um zu sagen, wie es ist mit Gott. Es ist umgekehrt. Beziehung zu Gott bestimmt das Gesetz. Deshalb hat Jesus in Sabbat geheilt. Das Gesetz sagte, Sabbat darfst du nicht heilen. Dann sagte Jesus, warte. Wer bestimmt das Gesetz? Das ist die Beziehung zu Gott. Alles soll die Beziehung zu Gott nähren. Wir können all das, all der Gottesdienst zu einem Gesetz machen. Zu einer Regel machen. Wir müssen erstmal Lobpreis machen und dann ansagen und dann gibt es irgendwie ein Wort Gottes. Alles schön und gut, aber wenn wir nicht merken, okay, all das soll der Beziehung von mir zu Gott dienen, wenn du das nicht im Mittelpunkt hast, dann verpasst du hier was. Dann kommst du hier nur wegen der Musik, wegen ein gutes Wort, wegen netten Menschen, aber was ist mit der Begegnung mit Gott? Es transformiert. Es gibt dir Leben. Es ist so viel mehr.
Es ist deshalb ein Privileg, zum Kreuz zu gehen, zu wissen, wenn ich meine Fehler hingebe, ich nicht definiert werde und nicht diffamiert werde, nicht genamed werde nach meinen Fehlern, sondern ich viel mehr bekomme und Gott es gut heißt und sagt, wow, danke, dass du mir vertraust. Gehorsam ist besser als Opfer. Ich opfere mich doch hier, ich sitze doch hier, ich mache doch hier, ich diene hier und es passiert nichts. Gehorsam ist besser als Opfer, als immer zu denken, ich muss hier irgendwas tun. Sondern sei seinem Wort gehorsam und tu, was er dir gerade sagt. Und das Gehorsame ist, gib mir deine Sorgen, gib mir deine Fehler, gib mir deine Versagen, sei authentisch, demütige dich, so will ich dir Gnade walten lassen. Wow. Und meine mächtige Hand wirkt in deinem Leben. Wo wir Schwäche empfinden, wirkt seine mächtige Hand. Womit er antwortet. Und das Schöne dabei ist doch jetzt am Ende, wir fallen nicht in Ungnade, oder? So gut. Wir können ja nicht rausfallen. Wir können da immer wieder zurückkehren und da diesen Neuanfang haben. Frage ist, nur stehst du zu deinen Fehlern? Wenn du dazu stehst, heißt nicht, dass du sie bist, sondern dass etwas jetzt ins Licht gerückt wird, womit Gott jetzt arbeiten kann, wo jetzt Zeugnis hervorgehen kann. Dein nach vorne gehen gleich hat das Potenzial für ein Zeugnis, für Erweckung. Deshalb bekenne Fehlverhalten vor Gott, das ist gut, ja. Denn ansonsten, früher oder später, wirst du jene Menschen vermeiden, die du nicht vergibst. Und dann sagst du, ja, ich vergebe sie, es wird nur ein Lippenbekenntnis sein, aber meinst nicht tief in deinem Herzen. Du wirst Menschen vermeiden, du wirst Fehlverhalten, Neurosen hervorkommen, Ängste werden hervorkommen, manchmal weißt du gar nicht, wo sie herkommen. All das passiert, auf einmal ist eine Unruhe da, es sind Flashbacks, sie kommen immer hoch. Weil wir nicht authentisch sind, mit Gott ihn anzuerkennen und seine Gnade für uns anzunehmen. Also es ist nicht irgendwie etwas, was automatisch passiert, sondern was dein Mitwirken bewirkt, was dein Mitwirken hineinziehen lässt. Wenn du sagst, Patrick, das, was Saul und David getan hat, das ist nicht im Vergleich zu dem, was meine Schuld ist. Jesaja 1,18. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, sagt Gott. Lasst uns miteinander Klartisch machen. Ja? Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, muss nicht erklären, was das ist, ist erstmal unwichtig. Wie Schnee sollen sie weiß sein und werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Und das passiert, wenn wir diesen Austausch machen.